Moin Moin, liebe Leute, der Christian. Christian und ich sind heute hier. Völlig ungewohnte Konstellation für ein Spiel, das ihr garantiert überhaupt nicht erraten konntet, weil ihr garantiert nicht den Titel gelesen habt und auch diese ganze Deko hier nicht gesehen habt, die wir haben aufbauen lassen. Ich glaube, vor allem die wir haben aufbauen lassen. Ja. Das ist alles dein Zeug, das du aus deinem eigenen Aliens-Museum genau. Mitgemacht hast. Ich fühle mich ein bisschen wie bei QVC, aber ist schon okay. Genau. Und bitte. Ja, genau. Wir sind hier mit Aliens. Colonial Marines. Genau, ich habe für ein bisschen Stimmung gesorgt, ein bisschen Krams aufgebaut. Ich mache kein Geheimnis drum, dass ich mega Aliens-Fan bin. Merkt man nicht. Überhaupt nicht. und ich habe mich auf das Spiel sehr, sehr gefreut seit der Ankündigung 2006. Und ja, die ersten Wertungen sind ja eher ernüchternd, so wie ich das mitgekriegt habe. Deswegen will ich jetzt einfach mal aus meiner Sicht als Mega-Alien-Fan zumindest herausfinden, ob das Spiel für eben diese Fans geeignet ist oder ob die auch mega enttäuscht sind. Viele wissen ja... Also bist du jetzt quasi die Fans. Ja, ich bin die Fans. Und ich bin der einfach nur sagt, James Camerons erster Film war nicht so geil wie der zweite, aber immer noch mit seinem Bester. Ja, genau das bist du. Du bist der knallharte Kritiker, der total objektiv an diese Sache rangeht und nicht mit diesem Fanboy, mit diesem Getue halt eben da, wie ich diese Sachen beobachten. Genau, wie gesagt, ich habe ein bisschen da Deko hingestellt. Übrigens, diese Aliens-Bücher kann ich sehr empfehlen, diese Noir-Dinger. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gelesen hast. Nein, die sind sehr gut. Bestehen aus sehr vielen. Ich lese ja nicht mal meine eigenen Texte. Warum soll ich denn? Du liest ja auch nicht mal andere Texte. Auch unsere Korrekturen jedes Mal. Schreibst du den Text, Sebastian? Ja, hast du Korrektur gelesen, Chris? Ja, klar, stellen wir mal online. Dann ist alle schon verkackt. Irgendwann haue ich einfach nur Fluchwörter rein. So, und dann stellen wir es online. Genau. Scheidet sich nicht von deinen sonstigen Texten. Und von diesem, den geilen Dallas-Trip, in dem ich und Tim ja damals waren. Wo wir das erste Mal das Spiel gesehen haben, wo ich eigentlich noch voller Freude war, habe ich auch noch diese super coole USS Sulaco-Mütze, die ich mir jetzt aufsetze, damit ich mir so richtig vorkomme wie ein Colonial Marines. Die ist ein bisschen sehr eng am Kopf. Ich glaube, die schnürt mir gerade mein Hirn zu. Also wenn ich in einer halben Stunde noch sabbernd hier liege, setzt mir die Cappy von mir ab. Okay, bist du fertig? Nein, lustigerweise halt noch eine schöne alles Anekdote. Dann bitte noch eine Anekdote. Eine Anekdote. Ich kann kaum erwarten zu sehen, wie dieses von allen so gehypte und dann doch so gefallen lassen, wie das Spiel jetzt wirklich sein wird. Das ist tatsächlich unser erstes eine Stunde mit, was wahrscheinlich online geht. Was wahrscheinlich online geht, mal. Ja, ich kann mich an ein Kampfspiel erinnern, wo du, wo du sehr, sehr große Fresse hattest. Aber und wo ich dir deine Fresse sehr, sehr schön verprügelt habe danach. Wir haben aber auch mal ein anderes eine Stunde mitgemacht. Echt? Ja. Mit einem Spiel, das nachher euer erstes Knall hat durchgenommen wurde. Falls dich entsinnst. Stimmt, du durftest. Wie war das? Das mussten wir neu drehen, ne? Ja, wir haben damals das allererste Deadly Premonition haben wir beiden zusammen gedreht und ich war nur am haten über dieses Spiel. Ja. Und wir haben das wie so oft haben wir das Material verloren. Und dann hast du gefragt, ob neu gedreht werden soll. Und dann habe ich gleich Nein gesagt, weil ich das Spiel einfach absolut kacke fand. Und dann hast du es mit Wolf gemacht. Das siehst du, wo du hättest jetzt sein können. Nee, da bin ich sehr froh. Am YouTube oder wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste den Scheiß weiterspielen als eine Stunde. Nein. Ihr habt es schon sehr gut gemacht. Genau. Wir fangen an. Hast du irgendwelche Erwartungen an das Spiel? Selber. Aliens. Der Film. Also mal jetzt. Anfangen wäre jetzt für mich die erste Erwartung. Und ansonsten habe ich gar keine Erwartungen an Aliens Colonial Marines. Filme selber? Welcher war der beste? Jetzt sagt nicht Terminator war der beste, sondern nein, von den Aliens-Filmen? Der zweite. Gefiel dir auch. Also du bist jetzt Prinzip, auch kein. Im Prinzip war es mir auch eigentlich scheißegal. Erste, zweite, dritte, vierte, kannst du mir alle zeigen. Ja? Ja, kannst du mir alle zeigen. Vorne stehen sie, Blu-ray. Ja. Fangen wir an. Fangen wir an. Jetzt setzen wir mal den coolen Kopfhörer auf. Das ist mir eigentlich auch egal. So bei Alien-Sachen ist mir alles egal. Ich bin persönlich sehr gespannt, weil die Geschichte ist ja offiziell von Fox abgesegnet, dass das die offizielle Geschichte ist zu Aliens, die Nachfolgegeschichte. Umso mehr freue ich mich. Ein Glück, dass es gar nicht ruckelt schon im Intro-Screen. Hier sieht man Gearbox. Gearbox mit dem grandiosen Schwätzer Randy Pitchford und Timegate. Angeblich haben sie ja alles. Das Lustige ist eigentlich. Dadurch, dass das Video jetzt auch ein bisschen verspätet kommt. Es gibt ja Gerüchte, dass das Geld, was Sega da in dieses Spiel gesteckt hat, zu Gearbox, ja, dass sie das natürlich outgesourced haben zu Time-Dingsbums. Timegate, ja. Timegate. Und mit der Kohle, die sie dann eigentlich in Aliens stecken sollen, dass sie da Borderlands 2 mitfinanziert haben. Das sind natürlich alles nur Gerüchte. Natürlich. Aber wer weiß. Aliens Colonial Marines.
würde ich sagen. Ich hab ja immer einen Trend, das wissen ja einige. Ich mache immer ein Foto mit Randy Pitchford, wenn ich ihn treffe. Das ist ein Trend. Ich habe ihn dreimal getroffen und jedes Mal ein Foto. Ja, willst du die Dunkelheit nicht ein bisschen runterstellen, damit wir auch wirklich den hundertprozentigen Alien-Flair... Bis das Zeichen noch leicht sichtbar ist. Okay. So, mach, also, klick. Wir machen Standard und dann einmal zurück. Hätten wir auch Koop spielen können, ne? Stimmt, kann man es eigentlich ganz... Warte, wir haben einen zweiten Controller, wollen wir es? Nee. Warum nicht? Macht keinen Spaß. Doch, komm, das machen wir jetzt. Völlig spontan. So sind wir. Ja, wir machen jetzt Koop. Stimmt. Ja. Und währenddessen kann ich vielleicht noch erzählen, die Demo, die damals gezeigt wurde, ich glaube unter anderem... Die ich auch in Dallas gesehen habe. Die du auch in Dallas gesehen hast. Die war natürlich stellenweise noch nicht so hoch auflösend, wie jetzt das Spiel es sein wird. es gibt schöne Vergleichsvideos im Netz und wenn man das Ganze auch ein bisschen mitverfolgt hat, weiß man es auch, durchaus Effekte, also vor allem in Sachen Lichteffekten, die Koop, komm, die weitaus hübscher anzusehen waren, als dieses Spiel anzusehen ist, angeblich. Ich habe gesagt, ich spiele jetzt zum ersten Mal Koop-Kampagne. Ja, ich habe davon auch schon gehört. Und dann Schwierigkeitsgrad Zufall, ne? Soldat, alles hier. Fatalitätsangriffe. Xenofatalität. Da erkennst du noch ein bisschen was davon. Siehst du das? Wenn sich das... Ist das eine Vulva, wenn sich diese öffnet? Es gibt ja eine sehr interessante Filminterpretation. Oh. Corporal Dwayne Hicks, TQ40482159, Notfall. Meine Einheit hat auf LV426 schweren Schaden genommen. Bitte um Unterstützung an Bord der USS Sulaco. Überlebende, ich selbst, eine Frau... Ein Mädchen und ein schwer beschädigter Synthet. Alle zu LV-426 ausgesendeten Colonial Marines sind gefallen. Wiederhole, alle zu LV-426 ausgesendeten Colonial Marines sind gefallen. Die Synchro ist auch gefallen, wenn du mich fragst. Naja, das geht auch noch. Geht zwar aber nicht Hicks Originalsprache. Der, Originalschauspieler von Hicks hat in der englischen Synchro auch die Rolle gesprochen, weshalb er gleich benannt wird und das war wahrscheinlich auch sein einziger Satz. Mhm. Oder steht doch Gearbox. Haben einige schön mitgewerkelt. Alle schön im Ausland eingekauft für wenig Geld. Und dann gab's... Aber trotzdem, schon wenn ich die Musik höre und so, das ist schon... Aufgestanden, Marines! Dies ist keine Übung und ihr seid nicht mehr bei Mutti! Der hier, Derek Phillips. Ich muss sagen, dass ich diesen Militärton im Deutschen immer relativ lächerlich finde. Also egal, in welcher Spiel. Ich bin Captain Cruz und ihr seid meine Crew auf der USS Sephora. Das klingt wie die Synchro von Starship Troopers aus dem PC-Spiel. Den wir vor 17 Wochen empfangen haben. Rhino 23 war zuerst vor Ort und ist auf heftigen Widerstand gestoßen. Ihr seid die Letzten, die aus dem Kryoschlaf geholt werden. Also, keine Beschwerden, ihr Mem. Schließlich haben wir euch ausschlafen lassen. Macht euch kampfbereit und sammelt euch in 20 Minuten das im Hangar. Hast gesehen, aber ja. Bishop. Ich mache jetzt übrigens die Uhr an. Eine Stunde. Name und Rang. Corporal Christopher Winter. Da ich dachte, das wäre jetzt wieder sowas. Schauen Sie mal nach links, schauen Sie mal nach rechts, schauen Sie hoch runter. Nee. Gehen Sie mal vor. Eine Stunde ab, jetzt. Corporal Winter, ich schicke Rhino 2-1 als Unterstützung für 2-3. Die sind groß, mega scheiße. Von den ganzen Zahlen. Ich mache mir Sorgen um 2-3. Ja, das ist Rhino 2-1 anschließen. Die werden versuchen, den Flug 4-6, Flip 6 Feuerloch. Damit wir herausfinden, wer das verursacht hat. Sir, was ist dort passiert? Wir haben versagt. Das ist ein bisschen so, als wenn man so redet. Was, Sir? Aufgepasst. Mädels aufgepasst. Genau in diesem Moment kämpfen Rhino 2-1 und Rhino 2-3 darum, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Wir Rhino 2-2? Wir lassen keinen Marine zurück. Ich hasse es übrigens, wenn das Gesagte mit dem, was da steht, nicht übereinstimmt. Ja. Oh nein, wir haben keinen Platz, wir müssen zwischen. Die Sulaco wurde zuletzt bei Fury 161 gesichtet. Wie ist sie zurück zu diesem Planeten gekommen? Ich fände es auch ein bisschen nervig, dass sie Deutsch, aber dann die Zahlen immer auf Englisch machen. Wir wissen nicht, wie das Schiff hierher gekommen ist. Im Moment sorgen wir uns nur darum, was unsere Marines umbringt.
Die Situation ist ungewiss. Weitere Informationen kriegt ihr, sobald wir sie haben. Also los, Weidmanns Heil, Marines! Hurra! Hurra! Weidmanns Heil. Was mich immer nervt bei so Militärsachen... Was mich immer nervt bei so Militärsachen ist, dieser gekünstelte Militärton. Ja. Alles klar, Marines! Hurra! Melden Sie alles, was Sie sehen, damit ich weiß, womit wir es dort zu tun haben. Verstanden. Sagen Sie Rhino 2-1, ich bin auf dem Weg zu Ihnen. Ah, die schöne Smart Gun. Ein Pulsriffle ist das, ja? Pulsriffle? Was? Mhm. Ja. Ja, jetzt nochmal 10-mal gucken. Meist gleich von oben. Ich bin unten. Das ist das Erste, was wir im Prinzip hier ausprobiert, ne? Ja. Typische, okay, spreng. Mach mal das Tor auf, okay? Drücken. Das ist das Schönste an Ego-Shootern, die sind ja echt immer identisch. Oh, mit A springe ich, mit X klicke ich und bla bla bla. Mit Visier. Ich habe in letzter Zeit immer relativ viel Gears gezockt und Halo. Und das sind so in Sachen Shootern. Hier ist direkt die Anfangsszene. Ja, und ich kann jetzt schon sagen, das sieht völlig anders aus als in der Demo. Also in der Demo war irgendwie alles viel nebliger. Where? What the hell is going on? You okay? Explosive decompression on the Sulaco. Got an aspirin? Genau, das ist auch das Glas oben gebrochen. Ja. Und normalerweise in der Demo hat er seine Hand so genommen und die war dann voller Blut. Ja. Also. Raider 6-5. Die Gangway lässt Atmosphäre ins All. Prekäre Situation, Sir. Prekär? Soll ich das am Duden nachschlagen, Raider? Oh Gott, diese schlechten Sprüche. Machen Sie dicht. Winter, Sie haben die Lady gehört. Gehen Sie auf die andere Seite, dann machen wir dicht. Begebe mich zur Sulaco. Winter over. Nee, in Halo und Gears sind halt so in Sachen Steuerung einfach perfekt. Ja. Und mal schauen, wie das jetzt hier ist. Ich merke jetzt schon, dass es ein bisschen... Wie ist das gerade geöffnet? Gar nicht. Also es tauchte... Hier drücken Sie jetzt bitte X auf. Nein, oh. Wir stecken fest. Hier spricht O'Neill. Auch das Licht, wenn du das siehst, in der Demo gab es halt eben echt so dynamisches Licht mit relativ geilen Schatten. Guck mal, wenn ich mich jetzt hinstelle, gibt es einen Schatten von mir? Nö, ne? Das ist das Licht. Da hat Randy Pitchford halt eben. In der Nähe des Schattens. Das Licht ist. Naja, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, müsste logischerweise irgendwo ein Schatten von mir sein. Und da hat Randy Pitchford ja so ein. Ist ja richtig abgegangen. Oh, unser Licht ist so dynamisch und geil. Ihr habt noch nie so geiles Licht gesehen. Da erinnere ich mich an die Szene halt eben, wo dann die Lampe runterhing und dann so langsam geschwenkt ist und das Licht dann jedes Mal mitging. Winner, right? Aber trotzdem ist das schon so ein Tick geil für mich, als Alien-Fan jetzt auf dieser Sulaco halt eben rumlaufen zu können. Ich frage mich, ob die auf der Sulaco auch so gelabert haben. Garantiert. Das ist schon geil, hier so für mich jetzt auf dieser Sulaco rumrennen zu können. Das ist so lustig. Das ist ganz schön laut, ne? Findest du? Nicht? Ach, ich habe nur ein Ohr. Nee, anderen muss ich ja deinen Palaver hören. Dann merkst du nicht, dass es so laut ist. Ich treffe mich mit 2-3, Sir. Guck mal hier, Bishops Beine. Keine Helden, Junge. Ich sehe schon auch einen halben Synthet auf dem Deck. Welche Hälfte? Also, er sagt nicht viel. Dann finden Sie die sprechende Hälfte. Actual over. Oh, kann man ins Raumschiff? Nein, man kann nicht ins... Naja, viel tut sich ja nicht, ne? Nee. Aber ich kann den Weg verstehen. Okay, jetzt auch nicht mehr. Das heißt, hier fand also dieser berüchtigte Kampf gegen die Alien Queen statt. Dafür sieht es doch ganz gut aus, ne? Ja. Kam ja denn hier irgendwie raus?
krasse Signale, krass. Ist nur ein Kampfakt zu springen. Also auch ich hatte das irgendwie hübscher in Erinnerung in dieser Demo. Ja, also jetzt sieht natürlich auch wahrscheinlich nicht ganz so geil aus wie ein Single-Player, aber viel wird es jetzt auch qualitativ nicht tun. Aber hier die Schränke, guck mal hier, Hudson, Vasquez, Dietrich, Fähnrich Dietrich. Das ist schon geil. Das finde ich cool. Ich freue mich. Gorman, Epone, Crow und Wood. Okay, hier kommen noch 35 Schränke. Willst du jetzt jeden einzelnen Schrank durchgucken? Kann man die öffnen? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Thema Looten und Leveln. Hier ist der Hyperschlaf. Ich will jetzt einen Alien sehen, komm. Im Schnitt auch mal die Demo zwischenschneiden unbedingt. Geöffnete Kryokapseln. Keine schöne Art aufzuwachen. Ich hab ein Signal. Bist du's? Ja, aber auch selbst wenn das. Guck mal, also die Flammen sind jetzt noch nicht gerade sonderlich geil gemacht. Dreh dich mal um. Geht der Rückendeckung. Oh, Herr. Oh, Scheiße. Sehen Sie das, Captain? Garnett. Großer Gott, nein. Na, was ist hier jetzt wohl passiert? Ah, ja. Es gibt auch ein schönes Video übrigens von der Ausstellung des Künstlers, der sehr, sehr viele Alien-Sachen erschaffen hat. Meins, von Giga. Ja. Ja, da waren wir ja auch mit unserem Prakti Martin. Genau, und da kann man sich mal unseren Beitrag zu anschauen. Mhm. Oh. Aber hier, der hat doch schon einen. Ach nee, das ist er gar nicht. Wo ist er denn? Hör auf zu erzählen. Wir müssen jetzt den Typen rausschneiden. Achtung! Musstest du ihn erschießen? Ich hab ihn jetzt erschossen. Schneiden Sie mich runter! Hm. Ey, mach mal ein bisschen leiser, Alter. Ich sterbe hier einfach. Gerade weil es viel zu laut ist. Okay, muss ich kurz an den Fernseher. Hm? Achso, hätte ich gerne Fernseher. Nee, sowas haben wir doch gar nicht. Sag stopp. Das steht was auf voll zu Lautstärke. So? Hi? Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. So ist gut. Okay, haben wir ihn jetzt befreit? Bringen Sie sie zurück zum Hangar. Nicht angreifen. Hier spricht Keith von 2-3, Sir. Unsere Mission war es, die Flugdaten der Sulaco zu bergen. Ich habe Ihnen einen Befehl gegeben und das war's. Sammeln und so. Wir müssen wissen, was das verursacht hat. Voll schön, dass die Sätze so abgeschnitten sind. Ja, ich würde sagen, hast du Sekunden? Nee, ne? Das scheint irgendwie ein Fehler eher zu sein, weil der Satz steht ja komplett da. Ja, ja. Zum Teufel mit Befehlen. Flugschreiber ist nicht weit weg. Wir holen ihn und suchen Rhino 2-1. Wir sollen nicht Flugschreiber rauf. Sind Sie noch da? Bleib weg. Verdammt. Seid ihr auf dem Weg zurück? Nein. Wir brauchen 10 Minuten, um den Flugschreiber zu holen. Unsere Marines sind nicht umsonst gestorben. Ihr habt 5 Minuten für den Flugschreiber und den Rückweg. Aber wir brauchen noch 10 Minuten. Sie Ausschau nach Bella. Nora. Mach ich. Wenn sich was bewegt, nicht schießen. Klar. Was ist denn Puls? Was stand da? Ach so. Drücken, um den Unterlauf abzufeuern. Den hier, oder was? Ja. Wir sind hier nicht allein. Ich lass mich nicht nochmal erwischen. Sichtkontakt! Los geht's! Weg! Welchen Schwierigkeitsgrad haben wir jetzt? Den normalen, oder? Normal, ja. Ich muss jetzt...
persönlich sagen, dass der Flugschreiber befindet sich in dem Raum, die Treppe hoch. Ich bin jetzt gerade irgendwie so ein bisschen fehlt, ist so ein geiles Feedback, also so ein geiles Trefferfeedback. Ja. Oder dann merkst du, okay, ich treffe ihn gerade auch wirklich. Ja, aber irgendwie sind die Aliens jetzt auch. Kennst du noch Alien Trilogy? Und ich finde, die Aliens haben sich damals auch schon so bewegt. Ja, ich hol dir den beschissenen Flugschreiber. Tipp, 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 tipp. O'Neill, Flugdaten sind unterwegs. 2 Minuten. Keys, Achtung! Verstanden, Winter. Hebt das Feuer für später auf und bewegt eure Ärsche zurück. Der Flugschreiber sollte zeigen, welches Arschloch das mit der Sulaco getan hat. Wer weiß, was wir herausfinden, wenn wir das Ding zurückbringen. Glauben wir auch nochmal an den Ding. Gucken wir das nachher nochmal auf dem PC an, ob es da auch so scheiße aussieht. Also so wie ich gehört habe, angeblich ja. Simon hat es ja auch schon mal gespielt für PC und da hatte ich ihn dann halt eben 2 Minuten rüber geguckt und es sah ja nicht geil aus. Würdest du denn sagen, dass die Bewegungen der Aliens vernünftig nachempfunden worden sind? Also bisher leider nicht, aber man muss dazu sagen, bisher kann ich auch nicht wirklich viel sehen von den Aliens, weil meistens sind sie vorhin aufgetaucht und direkt dann erschossen worden. Ja, okay, das sah jetzt zum Beispiel ganz nett aus, wie es dann so angekrabbelt und darüber gerannt ist. Das hätte jetzt aber auch gut eine gescriptete Sequenz sein können. Man müsste gucken, wenn man sie halt eben länger sieht. Ihr seid zu spät! Dann was ist hinter uns? Oh, hier der Powerloader. Na, ich kann ihn nicht anziehen. Noch nicht. Lass mal rein. Also bisher ist es halt eben Standard-Ego-Shooter mit nicht was ganz so hübscher Grafik. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass es irgendwie so ein bisschen zu nah ist. Weißt du, was ich meine? Also, wenn das zu nah an der Waffe ist, ganz komisch zu erklären. Sind Sie total verrückt geworden? Also das sah definitiv in der Demo auch geiler aus. Attention. Aber wollen wir uns hier an der Demo aufhängen jetzt? Nee, das ist. Aber es ist natürlich schon fraglich, wenn es da halt eben so geil aussah. Hier gibt's Munition, falls du was brauchst. Ach, brauch erstmal ein vernünftiges. Irgendwie steuert sich das Ding komisch. Ja, ein bisschen träge, ne? Ja. Bei mir ist es irgendwie zu träge gerade. Was war das denn? Okay, das Alien stand jetzt einfach, glaube ich, dumm da. Wie ein Hund, den man Sitz machen sollte. Ja, aber sind die Aliens so super intelligent in dem Film? Nein, aber die sind halt eben agil und schnell und bleiben nicht einfach im Raum stehen, wo sie denn Feuerfutter sind. Vorhin zerplatzen die. Hinter dir! Aus dem Weg! Also, guck mal, die laufen halt eben auch nicht an den Wänden lang. Ich meine, das war ja auch immer die Stärke der Aliens. Ja, vorhin ist schon ein, zwei sind ja, schon langgelaufen. Aber generell springen die über Kisten und laufen direkt auf dich zu. Und das ist jetzt vielleicht nicht gerade ja, die Gefahr war halt, dass sie so wirklich omnipräsent waren. Also, ja. Dass sie oben, unten, links, rechts, hinter dir, über dir hätten sein können. Weißt du? Ja. Und was halt eben auch eine mega Gefahr halt eben war, dass ihr Blut ja Säure ist. Ich meine, so sind ja alleine im Film 2 Stück gestorben. Weil die die Säure in die Fresse gekriegt haben.
Und das ist hier irgendwie gar nicht. Also selbst auf Nahen verliere ich nicht wirklich Energie. Das Heilsystem ist im Übrigen teils... Oh! Oh! Wo bist du? Wollte ich gerade was dachten. Komm, hoch mit dir! Los, aufstehen! Das Heilsystem ist teilweise wie Call of Duty, regeneriert sich selber. Aber du brauchst auch Medipacks. Es gibt halt eben 3 Punkte. Und es regeneriert sich immer nur bis zum nächsten Schritt. Aha. Das sprich, also jetzt sieht man hier, es geht nur bis zum zweiten Punkt. War gut, dass der Sound nicht nervt gerade. Ja, das ist irgendwie jetzt alles nur Kanonenfutter, ne? Ja, aber wie ist der denn schon? Ja, ich weiß es nicht. Ah. Aber guck mal da, die stehen da einfach und warten. Hallo! Und erst wenn man näher kommt, also das ist für mich leider kein intelligentes Alien. Und jetzt hat es auch, glaube ich, ziemlich geruckelt. Ja, achso, wir hätten hier einfach reinkommen müssen. Okay. Ah, gut. Ich habe auch zwischendurch mal wieder Munition. 2-1, wir machen uns aus dem Staub! Der Flugschreiber ist unterwegs zur Sephora! Wir haben es geschafft! Rhino-Team, los, los, los! Ja, los, lauf drüber! Das kenne ich ja leider auch schon aus Dallas. Aber auch das war in Dallas völlig anders. Bin ich das? Ja, das war ich. Also in Dallas war es halt eben, dass du hingehst, er sich hinkniet, sagt, mir ist so schlecht und dann natürlich, du weißt schon, dass das Alien aus seinem Brustkorb kommt, das war nicht der, den wir befreit haben, der Keys, und der sich dann halt eben mit einer Granate selbst in die Luft gejagt hat. Das konnte man jetzt ja alles gar nicht sehen. Und das sah in der Demo halt eben richtig geil aus. Und da hatte ich dann ja noch mit Tim diskutiert, dass ich es ein bisschen unlogisch fand, dass er sich selbst in die Luft jagt und damit seinen ganzen Kameraden, ja, also einer stirbt darum und die sind da jetzt gefangen. Weil das sind eigentlich so die knallharten Marines für mich, die auf sowas gedrillt sind. Ich meine, er stirbt eh. Warum soll er alle anderen mit in den Tod reißen? Das war so ein bisschen so, verloren. Ich glaube, es ist etwas in seiner Post. Aber hier stand doch gerade irgendwo Keys die ganze Zeit bei jemandem drauf. Bin ich blöd? Ja, da stand gerade Keys, aber ich. Ja, meine ich doch, ne? Aber jetzt ist O'Neill. Bodenunterstützung bei der Evakuierung zu geben. Das heißt, wir brauchen einen Landeplatz für etwa 80 Marines. Der Hangar ist unbrauchbar, aber im Frachtraum ist Platz. Verstanden. Unterwegs zum. Ich glaube, nach 50 Jahren nervt einen dieses auch extrem hart. Ja. Jump, jump! Lüftungsschacht, eine fantastische Idee. Wir gehen in den Lüftungsschacht. Sie hätten gewünscht, dass eine Stunde schneller vorbeigeht als jetzt. Scheiße, meine Energie ist vor allem ziemlich runter. Was ist das? Okay. Alter, noch 40 Minuten. Voller Spaß und Action. Ist doch irgendwie, glaube ich, auch gibt kein... Sephora Actual, hier ist eine Live-Übertragung. Das ist keine Technik von den Colonial Marines. Da steht Wayu, Sir. Wayland Yutani. Heilige Scheiße. Was? Kam das nach dem Notruf. Alter, du hast jetzt nicht die Energie genommen, oder? Beide. Danke. Corporal Hicks. Sir, hier ist 2-1. Sie davon. Sir, ist sonst noch jemand auf dem Schiff? Ich lasse Bishop ein Signal an VU senden. Wir haben keine Zeit, Detektiv zu spielen. Gehen Sie zum Frachter auf. Beide. Over. Mein Gott, wir sind sowas von am Arsch.
alles nicht so schön irgendwie. Wie fühlst du dich, wenn deine Lieblingsmarke so kacke aussieht? Ja, irgendwie so PlayStation 2 so eher gewaltig wird. Das ist ja schon irgendwie eine bittere Pille gerade, die du schlucken musst, oder? Ja. Aber ich muss sagen, grafisch, also ich bin überhaupt kein Grafikfetischist. Also ja, aber es muss ja schon ein bisschen was aussehen. Ja, also das Ding ist einfach, der große Fehler von Gearbox war, dass sie mit den Trailern echt so, boah, sieht das geil aus. Und jetzt kriegst du halt in die Ernüchterung. Außerdem hänge ich hier an irgendeinem Ei fest. Und ich kann aber nicht schießen. Hallo? Wo ist der? So. Hängst du noch da hinten? Ja, ja. Das ist natürlich einfach so ein mega Fehler von denen gewesen. Und ich habe einfach Hoffnung, dass die Story zumindest cool ist. Also so eine würdige Fortsetzung des Films. Aber das kann man jetzt wahrscheinlich in einer Stunde auch nicht beurteilen. Aber ja, guck mal, also, sieht doch aus wie eine Ken-Puppe, oder? Guck mal, die Haare so plastikmäßig. Nee, der Punkt ist, ich habe es doch gar nicht richtig wahrgenommen. Weil es einfach so vollkommen irrelevant war. Auch die Eier irgendwie so ein Schuss und wir platzen. Wo seid ihr? Ach, hier lang. Alles auch so schlauchig hier und. Ja, hier ist der Mini. Ciao. Schade. Was denn? Dann hol sie doch hier. Ja, wo bist du denn? Wo seid ihr? Ah, komm, ich hole dich auch noch ab. Lauf da durch. Dann nach links und nochmal nach links. Und nochmal nach links. Ja, dann lauf ich einmal. Ich mach die Tür einfach zu, unser Buddy ist da raus. Ja. Das sieht einfach, guck mal hier noch so die letzten Zuckungen hier. Eine Explosion ist noch nicht geil, ne? Guck mal hier meine Granate. Jetzt. Die Explosion? Ja, guck hier, pass auf, ich werf mal eine Granate. Ja, die sieht sehr. Nein, das ist natürlich nur in den Koop-Modus. Ich meine, ab und an, aber das ist wahrscheinlich eher Zufall, bewegen sich die Aliens schon geil. Also der eine ist gerade so weggesprungen, hoch und dann runter. Das war schon sehr nett, aber. Hinter dir! Also das war jetzt irgendwie. Keine Ahnung, der braucht elendig lange zum Ausholen. Das wäre jetzt so ein Moment. Der blieb jetzt auch nicht wirklich im Kopf. Nee, das ist total generisch. Aber Alter, ich hatte eigentlich vor, ach, okay, der holt mich ab gewissen Punkten, holt er mich zurück zu euch. Also ich kann gleich stehen bleiben. Aber ja, ich hab mich bloß immer gefragt, was dieser Slender-Effekt sollte. Weißt du, dass plötzlich alles so raufschief wurde? Der Slender-Mann. Oh. Jetzt haben wir alles mal ein. Ich habe irgendein Audiolog eingesammelt, was ich nicht höre. Ja, weil du die ganze Zeit erzählst. Nein, also weil ich spiele die ganze Zeit Ballad. Nehmen wir auch mal ein bisschen Stimmung hier lassen sollte. Dann läufst du hier auch echt an allem vorbei. An Energie, an Schutzwesten. Ja, weil ich beides nicht brauche. Nein, guck doch mal deine. Komm hier, einmal zurück, Chris. Hier, direkt da. Oh, ich hab ein bisschen Säure abgekriegt. Nein. Auch das, der läuft da. Ich meine, vielleicht ist es ja auf ultra schwer nachher irgendwie fordernd. Vielleicht sind sie dann das intelligent. Oh, das war aber lustig. Aber das war reiner Zufall. Ich habe eine dieser Flaschen zerschossen. Ich weiß, habe ich das auch noch. Ich glaube, das wird kein eine Stunde mit. Ich glaube, wir hören gleich einfach auf. Das ist ganz, ganz schlimm gerade. Ich muss auch sagen, sonderlich spannend ist es leider nicht. Und also die Euphorie, jetzt auf der Sulaco rumzurennen, ist halt eben auch durch, weil für mich sieht das hier einfach mal alles gleich aus irgendwie. Okay, jetzt kann ich mich hier einmal im Kreis bewegen. Oh! Higgs-Schrotflinte! Legendäre Waffen gefunden. Hier, willst du Higgs-Schrotflinte haben?
Ja, unbedingt. Ja. Wo ist sie denn? Ja, hier rechts. Hier. Liegt sie auf dem Boden. Da. Hier hast du. Kannst du in das Waffen halten? Jetzt habe ich zweimal Schrotflinten. Das ist natürlich sehr geil. Jetzt hat er also meine Pulswürfel weggelegt, damit ich Hick Schrotflinte habe. Aber warum brauchst du denn auch eine Pulswürfel, wenn du Schrotflinte wenn du Hicks hast. Schrotflinte hast? Ja, ich werde schon. Ich wurde jetzt zu dir gebracht, oder du zu nee, mir? Nee, wir wurden zu ihm gebracht. Ach so. Zu O'Neill, der einfach mal nicht warten kann. Jetzt haben wir wichtige Story-Elemente verpasst. Oh, komm hier, lass uns. Oh nein, es kommt irgendwas. Ich höre was piepsen. Jetzt seid doch nicht so mega kritisch. Ich will auch mal. Ich will Spaß haben. Na, ein Glück. Das Friendly Fire richtig angestellt ist. Ich hatte glaube schon 10-mal getötet. Können wir die Tür öffnen und das Ding ins All schießen? Und mich fragt keiner. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Hast du eigentlich irgendwas? Weißt du, was wir jetzt hier machen sollen die ganze Zeit? Ja, so halb. Bla bla bla, Aliens töten. Ey, hätten sie das Game mal an Epic gegeben, ey. Ja. Ich wüsste, wie man da was Vernünftiges draus bastelt. Ich meine, das Vor allem Ding ist also auch mit der, jetzt klingt es halt ein bisschen nach Fanboy-Getour, aber mit der Gears, also Third Person, weißt du, so ein Deckungsshooter. Ja. Das, und Aliens, das hätte auch schon ganz gut funktioniert, glaube ich. Ich denke auch. Ich meine, wäre jetzt auch nicht so der krasse Unterschied zu... Oh, komm hier, wir werden überrannt. Nee, nicht wirklich. Ich habe ja Hicks-Schrotflinte. Wo kommt der denn jetzt her? Aber irgendwann muss denen doch im Testspielen aufgefallen sein, ey, das sieht nicht so aus wie das, was wir den Leuten versuchen zu verkaufen. Oder? Ja, wie es aussieht, nicht. Lustigerweise hattest du mir das erzählt, in England ist das Ding auf dem Verkaufschart auf Platz 1 gelandet. Ja, ey, ja. Prinzipiell macht es ja auch erstmal nichts verkehrt. Weißt du, was man? Du hast ein relativ großes Studio, du hast mit Sega einen Publisher, der extrem groß ist und du hast eine Marke, die halt extrem groß ist. Ja. Die Frage ist halt, was ist das so ein Reputationsgewinn, wenn du... so ein Spiel dann veröffentlicht. Das ist die Frage. Also so 2008, weißt, wären einige der Sachen ja echt geil gewesen. Ja, 2006 wurde es ja angekündigt. Ja. Damit hat mich schon mega gefreut. Ich habe meine erste Preview zu dem Spiel, habe ich geschrieben, noch für die PC Action. Ich glaube 2007 oder 2008. Ja, es ist natürlich schade. Und irgendwie hat Gearbox ja immer, ne, Borderlands Top, Duke Nukem Flop, Borderlands 2 Top. Duke Nukem muss man auch noch sagen, Aliens. Das haben sie natürlich dann... übernommen, deswegen gebe ich dem jetzt nicht dann die ganze Schuld. Alter, ich höre hier nur dumme Geräusche. Jetzt hängen sie hier alle, oder was? Ah, wir sind so schlau! Guck mal, wir sind die krass bösen Aliens. Okay. Alter, kannst du mal bitte die Scheiße auf... Ich komme nicht durch, weil der Typ hier in der Tür steht. Hallo. Ich ja, aber hier ist ja aber auch nichts. Wo sollen wir denn hin? Jetzt. Ja, aber die Frage ist jetzt, wo wir hin sollen. Du hättest auch mal aufpassen sollen. Sebastian, ich bin nur da, um zu schießen. Du bist der aufpasst. Das weißt du auch. Das hatten wir eigentlich von Anfang an geklärt. Okay. Gott, ey, wie die Leute jetzt in die Kommentare schreiben: Seid ihr dumm? Ey, ihr müsst doch da den Schalter betätigen. Nö, ich glaube, die werden das schon verstehen, dass wir uns nicht so... ...in diesem Spiel... ...machen wir uns mal hier. Ja. Tschüss! Verstanden, Raider! Die Frachtraumtüren schließen sich automatisch.
Also Beeilung! Ja, die 6 hätten wir jetzt aber auch nochmal abballern können. Das ist ihr einziges Schiff, Reed. Und die Energie sieht auch nicht mehr so geil aus. Ich frage mich, wann wir endlich aufhören dürfen, dieses Spiel zu spielen. Sie haben eine Herausforderung abgeschlossen. Haben wir jetzt das Level geschafft? Tatsache. So, das war... Nein, wir spielen jetzt noch Gefängnis 2. Wir machen eine Stunde mit. Dann müssen wir jetzt durch. Das ist nun mal auch kein Wunschkonzert. Ja. Feuern Sie das Sturmgewehr mit Bedacht ab. Jede Salve zählt. Habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, als das würde irgendwie interessieren würde. Also zur richtigen Sekunde gab es dann irgendwie auch immer Munition. Ja. Also ich musste zwar ein, zwei Mal auf die Schrotflinte zurückgreifen, bis zu dem Moment, wo ich noch zwei Schrotflinten hatte. Okay, aber... Schießen die auf das Schiff? Warum schießen die auf das Schiff? Man weiß es nicht, aber warum schießen wir nicht auf die? Wollten wir sie nicht retten? Okay, wir schießen jetzt also auch noch nebenbei auf Menschen. Ach, das bist du, oder? Ja, ich kann hier relativ locker durchgehen. Was, sind die etwa nicht intelligent? Kannst du mir helfen? Ja, klar. Warte. Wo bist du? Direkt hinter dir, glaube ich. Komm, steh auf, mein Freund! Bella, hier ist O'Neill. Hörst du mich? Angriff von Menschen, der... Ich bin hier. Ich verstecke mich in einem Vorratsraum bei Frachtraum 3. Dann Bescheid, falls du mal wieder eine Pulswaffe siehst. Halte durch, Kleiner. Wir kommen und holen dich. Das sind private Militärtruppen von Weyland Yutani. Die sind angeheuert. Das ist ja auch immer das Typische bei den Alien-Geschichten. Weyland Yutani will ja das Alien erforschen. Und die bauen halt eben permanent Kacke damit, ne? Power-Loader-Zeit? Keine Power-Loader-Zeit? Das ist echt versperrt. War lieber nicht lang. Okay, und ihr macht jetzt was Krasses. Das ist kein gutes Zeichen. Was sollen wir tun? Nein, ich will einsteigen! Ja. Ja, du sollst jetzt uns den Weg frei machen. Das sieht auch kacke aus. Das sieht aber auch von hier aus kacke aus. Nee. Ja, es wirkt halt kein bisschen mächtig so. Ja, ich glaube, du musst jetzt einfach nur hier hingehen, dann gibt es irgendeinen Drücke X. Hier hin, oder? Nee, ich glaube eher hier. Hier, das Ding ist ja halb offen. Ich bin gespannt, ob diese automatischen Geschütze gleich aktiviert werden. Da auch keine Schatten. Boah, es kommt direkt was auf uns zu. Finden Sie Bella oder Bello? Steht da Bello? Bella. Finden Sie Bello? Das ist die junge Frau, mit der du geredet hast. Du musst nur aufpassen! Ja, die sich versteckt hat, das habe ich schon mitgekriegt. Sehen Sie das auf unserer Kamera? Oh. Noch eine Barbie-Puppe.
Okay, ich hatte mich natürlich schon gefragt, wie kann auf der Sulaco so viel Aliens gewürmt sein, weil in der Story war es ja, okay, es gab ein Ei. Hinterfragst du das gerade? Ja, natürlich, weil in der Story war es ja, deswegen sind sie auf diesen Gefängnisplaneten abgestürzt, hier Fury 161. Plus es gab dann halt eben, was weiß ich, 2-3 Facehugger und jetzt haben wir hier halt eben 1 Million Aliens gefühlt. Haben wir zumindest schon abgeknallt. Wo kommen die her? Verstehst du, die brauchen ja immer einen Menschen als Wirt. Die können sich nicht einfach so sexuell vermehren wie die Menschen. Ich verstehe schon. So, aber jetzt scheint es ja wieder hier ein bisschen logischer zu werden, weil Weyland Yutani hat irgendwas gemacht. Hier sind überall Menschen drin, die überall die Facehugger an der Fresse haben, so wie du gerade. Vernichtet! So, und jetzt scheint es ja so zu sein, dass natürlich Weyland Yutani, wie gesagt, also wieder, hey, komm, wir klauen uns ein paar Menschen und ist irgendwo Licht oder sowas? Ah, wenn du nach unten drückst, hast du Licht. Ich hoffe. Okay. Ich wollte nur ein bisschen Stimmung sorgen, indem ich das Licht mal ausmache. Oh je, Mini. Ja, hallo, das Ding habe ich doch hier schon aktiviert. Oder willst du es auch nochmal aktivieren? Hä? Okay, du hast die Tür nicht aufgeschnitten, oder? Hm? Hast du die Tür aufgeschnitten? Nee. Nee. Das siehst du. Ja gut, die Story wird natürlich weitergetragen durch finde ein paar Tonaufnahmen, ein paar Audio. Oh, das ist ja schon wieder so ein Fischhacker. Hast du das gerade mit dem Facehugger? Ja. Yeah. Sah ein bisschen dumm aus. Das ist so richtig posiert so. Ah, ein Königreich für eine Pulswaffe. Also es gibt selten Spiele, wo ich mich langweile, aber hier ist es tatsächlich jetzt gerade der Fall, dass ich mich. Wenn man bedenkt, dass Koop natürlich noch mehr Spaß machen soll. Glaubst du, wie viel Spaß du erst hast, wenn du alleine spielst? Ja. Ganz hier würde ich sterben vor lauter Spaß. Die klingen auch eher wie so ein krankes Kanickel, weißt du? So. Das ja. Gib mir Schmerzmittel. Willst du mal gleich die Solo-Kampagne ausprobieren? Das ist die Solo-Kampagne. Ja, aber ich meinte. Ja, ist es nicht, dass man Drop-In, Drop-Out? Das haben sie doch angekündigt. Kannst du nicht. Ja. Wir gucken? Nein, wenn du das jetzt machst, dann verschwenden wir natürlich beide. Sei mal nicht so negativ. Ja, was ist denn gerade? Ich finde auch der Bewegungsmelder ist irgendwie nicht so geil, weißt du? So, ja, okay, es tauchen ja eh welche auf. Und wenn sie kommen, dann müssen wir eh ballern. Ein bisschen Merkmittel auf meiner Waffe. Das Spiel kann ich mir auch die ganze Zeit im Kreis umher schicken. Das tut's wahrscheinlich. Ja. Nur merken wir es nicht. Oh. Guck mal, oh. Wie schön, ihre Körper sich verschmolzen haben. Bist du in Ordnung? Es war schon tot und hier. Mir geht's gut. Okay, ich sieht aber nicht aus wie Annabelle. Schön, ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Hi! Oh Gott. Das war jetzt sehr lustig, muss ich sagen. Das hat mich erheitert, mein Spiel. Es gibt ja nicht die anderen, die ich erheitern kann. Gehen jetzt zur Brücke. Ich brauch den schnellsten Weg. Wir brauchen den verdammten Pulswaffel! Verstanden, Bischof. Wir gehen Richtung Maschinenraum. Wir halten sie auf dem Laufenden. Tür aufschneiden. Hier, auch da. Da wurde ja das dynamische Licht gezeigt. Naja, es geht, aber. Schatten? Nö, keine Schatten. Klar, ist natürlich in den Korb. Ich sehe drei Cheyennes, die Truppen auf das Sulaco abladen. Ura. Achtet auf Beschuss und schickt diese Wei-Yu-Arschlöcher zur Hölle. Wird auch Zeit, dass wir Verstärkung bekommen. Ach man. Warum wird diese Feuer evakuiert?
Sie ist unter Beschuss durch die Sulaco. Wenn wir nicht bald die Brücke erreichen, verlieren wir heute... Soll übrigens so sein, laut Quality-Testern, dass die Wii U-Version, auf die sich die meisten Leute am meisten gefreut haben, wegen dieser Unterstützung des Pads, noch beschissen aussehen soll als alle anderen. Aber die ist ja auch auf unbestimmt verschoben worden. Also ich bezweifle, dass die noch raushauen. Nee, das werden sie eh machen. Ja, also Fabian glaubt, dass die das nicht mehr machen werden. Sie werden das eh raushauen. So, jetzt hier werde ich irgendwo eine Pulswaffe kriegen. Das Ding ist, ich mache ja noch nicht mit Sega den Vorwurf. Ich mache einfach Gearbox den Vorwurf. Naja, Sega kann man da auch keinen Vorwurf machen. Naja, also man kann schon sagen, ey, wenn ihr den Summe X gebt, damit ihr euch was basteln, schickt mal einen hin, der sich das Ding mal anguckt. Ja. So. Also es ist einfach nicht mehr, es ist einfach nicht mehr aktuell, nichts mehr darin. Ich bin übrigens kaputt. Ich auch. Wir sind gestorben. Jetzt werden wir eh wahrscheinlich 3 Sekunden vor dem Sterben wieder gespawnt. Ja, das passiert gar nichts. Das Spiel zerstört jetzt die Xbox. Wollen wir uns nicht Trailer angucken? Das hat ein bisschen mehr Spaß gemacht. Wollen wir uns nicht den Film angucken? Ja. Das ist ja ganz, ganz schlimm gerade. Wie viel Zeit haben wir noch? Wahrscheinlich sieht die Grafik einfach geiler aus, wenn man die Helligkeit richtig eingestellt hätte. Ja, genau. Wir brauchen ja noch ein bisschen Zeit, das ist ja der Punkt. Wir können eh nicht die ganze Stunde machen, weil wir ja auch noch was verschenken wollen, ne? Ja. Und soweit ich weiß, ist es ein von dir ausgewähltes Alien-Fan-Paket, oder? Wir müssen jetzt gleich dann auch Schluss machen. Auf das richtige Fan-Paket, das werde ich nicht sagen. Mit allen Comics, allen Filmen. Ich und glaube nicht. Alles, was du generell besitzt. Ja, genau. Plus meiner Seele. Das ist gar nicht schlecht dann. Ja. Der wollte sie nicht haben, meine Seele. Geil ist halt auch, dass du alle Waffen dabei hast, die ganze Zeit, ne? Achso, du hast dich übrigens aufgeregt, ne? Du kannst auch die ganze Zeit wechseln. Y. Ja, aber ich hab doch gedrückt keine. Gedrückt halten. Und dann nach oben. Okay. Nach oben. Ja. Und dann kannst du da wechseln. Also ist okay, jetzt nicht so. Okay, jetzt raff ich das. Du hast verrafft, ne? Ja, ich dachte, das wären jetzt. Ah, geil. Okay. Jetzt ist richtig gut, Bradley. Jetzt ist das Spiel richtig geil, ey. Guck mal hier, ey. Wie er sich nochmal so in Slow Motion gedreht hat. Alter, was? Warum? Ich. Hilf mir! Weil, ohne Scheiß, wenn hinter mir einer stehen würde, ich meine, gut, mehr als töten kann er mich nicht. Und der ballert die ganze Zeit mit einer Pistole auf mich, dann würde ich ja umdrehen und den einmal. Das ist ja eine was gab's denn hier noch für eine Waffe? Was ist das denn? Okay. Nee, ich schieß auf euch. Oh je, das ist alles gar nicht so gut. Oh, hier ist aber hier Kriegsaction draußen. Ja, aber auch da, guck mal, du siehst nicht, dass es irgendwas macht. Weißt du, also sie schießen einfach nur. Ja. Du siehst, dass irgendwelche Farben hin und her fliegen und das war's dann. Ach, hier, guck mal, ich hab einen schönen Flammenwerfer. Boah, guck mal, diese realistischen Flammen. Danke. Guck mal von der Seite, wie sehe ich aus? Oh Gott, das ist so schlimm. Oh Mann. Ich gehe jetzt einfach Kamikaze rein. Burn, Baby. Ich bin auch Kamikaze runtergefallen. Ja, Gott sei Dank. Damit bin ich auch tot? Kamikaze tot. Ups, sorry. Mein Fehler. Ja, wir gucken mal, wie weit wir jetzt kommen und danach machen wir die Verlosung und dann gehe ich mich erschießen. Du kannst ja schon die Sachen raussuchen, die du verschenken willst. Mein Herz. Ja, das haben die Leute schon. Ah! Ärgerlich. Ganz, ganz ärgerlich. Das verschenkst du? Nee, sicherlich nicht. Gott. Du machst ja jetzt auch so, als ob ich jetzt so mega krass ein paar. Ja, aber du bist doch super nett. Ist doch super lieb, dass du deine Sachen, die dir gehört haben, den Sebastian, die möchtest du jetzt verschenken. Ja, möchte ich nicht verschenken, verlosen natürlich. Verlosen, ja. Darunter
gibt es erstmal... Die von dir getragene Mütze? Ja, genau die. Ach so, das ist ein Flohmarkt hier oder was? Ja. Kaufe. Nee, optional kann ich natürlich auch eine nicht getragene Mütze anbieten, wo halt eben super geil das USCM, USS Sulaco Logo drauf ist. Und dazu gibt es dann je nachdem halt eben noch einige dieser Tücher, was Halstücher sein sollen. Ich persönlich finde sie aber eher als Deko an die Wand kleben echt ganz nett. Das Ding ist, ich habe davon halt eben jeweils ein doppeltes Paar. Warum soll ich also ein doppeltes Paar haben? Warum soll man sich mit einer Sache zufrieden geben, wenn man auch alles doppelt haben kann? Ja, nee, also ich dachte mir halt eben, wäre vielleicht ganz nett, dass es auch so ein paar Alien-Fans gibt unter euch, die... Darf ich mir die Frage aussuchen? Du möchtest hier eine Frage aussuchen? Ja, ich war mir überlegen, eine Frage oder sollen sie irgendeine Geschichte schreiben oder so? Ja, wir schreiben schon eine am liebsten hätte ich ja hier so eine Geschichte gehabt, aber das hat sich durch Prometheus ja jetzt erübrigt. Was zuerst da war, die Alien-Königin oder das Alien-Ei? Aber Prometheus hat es ja schon beantwortet. Und dann kommen alle so mit der Prometheus an. Aber das ist doch blöd. So? Ja. Ich habe übrigens auch meinen coolen... Ich habe Prometheus noch nicht gesehen. USCM Hoodie an. Also ich habe mich heute extra komplett... Deswegen mussten wir heute auch aufnehmen, damit ich das morgen nicht mehr tragen muss. Ja. Ich würde gerne die Entstehungsgeschichte Alien oder Ei ohne die Prometheus-Hintergründe. Eure Theorie. Eure Theorien. Genau. Das wäre 1921. Genau. Wenn es also irgendwie etwas von beiden zuerst gegeben haben müsste... Dann die Frage, was und warum. Kommentare ist vielleicht ein bisschen fies. Wollen wir das per E-Mail machen? Oder? Nee, Kommentare ist gut. In die Kommentare? Ja. Schreibt eure, schreibt eure Geschichte kurz, knackig, meinetwegen auch elendig lang. Wie ihr Lust habt, in die Kommentare. Sebastian liest sich alles. Ich lese mir tatsächlich wirklich alles durch. Ich beantworte auch prinzipiell alle E-Mails, die ich kriege und alle PNs. Wenn ich jede E-Mail, die ich bekomme, beantworten würde, käme ich nicht mehr dazu, dieses tolle Spiel zu spielen. Also jetzt fernab davon ganz kurz Fazit nicht kaufen. Also ich will es nicht sagen, also... nicht kaufen für okay, das ist 50... Was kostet es jetzt? 59? Wahrscheinlich 59 Euro. Ich denke mal 50 bis 59 Euro. Dafür nicht kaufen. Definitiv nicht. 2025 wäre halbwegs, glaube ich, okay, wenn man... Wenn man die Alien-Sachen mag. Aber ansonsten wirkt es auch für mich jetzt so wie so ein generischer Shooter. Ich glaube auch, dass man im Mehrspieler-Modus irgendwann, es wird ja Mehrspieler-Modus geben, nach mindestens 2 Monaten wahrscheinlich kein Schwein mehr finden wird. Ja. Ja, wobei der Mehrspieler-Modus, den haben wir in Dallas gespielt, der war echt ganz lustig. Wobei wir auch da nur die Marines spielen konnten und doch nicht die Aliens spielen. Bei den Aliens ist ja so... Ja, du kannst auch Left 4 Dead spielen. Ja, aber bei den Aliens spielst du halt eben aus dritter Perspektive und es soll wohl ein paar spaßige Modi haben. Also ich jetzt als riesiger Alien-Fan bin natürlich ein bisschen enttäuscht. Zumal, wie gesagt, ich in Dallas halt eben ein völlig anderes Spiel gesehen habe. Bisher die Shooter-Parts waren... Also am Anfang war es, sag ich mal, noch mit dem Tracking war es noch ganz lustig, du gehst und so, aber das waren diese gescripteten Sachen, so, oh, du hast da jetzt ein Zeichen, oh, ist aber, geht weg von dir, das verfliegt ja nach 5 Minuten, wenn die erste Welle an Aliens kommen. Die Aliens selber scheinen relativ dümmer als dumm zu sein. Sie bewegen sich auch nicht so geschmeidig. 1-2 Mal hat man eine coole Sequenz gesehen, wo die echt gesprungen, geklettert sind, wo du dachtest, okay, das sind die Aliens, die du kennst. Aber dann kamen wieder diese anderen 5 eine Runde gesprungen und laufen auf dich zu und lassen dich halt eben nett abballern. Ich hoffe einfach, also ich werde das Spiel auf jeden Fall privat noch weiterspielen, weil ich einfach sehr viel Hoffnung auf die Story lege und einfach sagen kann, okay, vielleicht entschädigt diese Story, weil sie halt eben griffig und schlüssig und klug ist, dass es eine würdige Fortsetzung des Films ist, die dann wirklich zwischen Teil 2 und Alien 3 spielen kann, wird. Das lässt sich jetzt aber nach einer Stunde oder nach 40 Minuten oder Chris, wahrscheinlich haben wir jetzt nur 10 Minuten gespielt. Ich wünsche, wir hätten nach 10 Minuten aufgehört, ja. Kann ich es jetzt natürlich nicht beurteilen, werde ich vielleicht im Nachhinein dann nochmal irgendwo einen Kommentar schreiben. Okay, Leute, Story war cool, lohnt sich für alle Alien-Fans wegen der Story oder lasst es lieber, behaltet eure Illusionen an die Filme und macht kein Mumpitz. Das ist jetzt meine Meinung. Wie gesagt, ich habe mir ein bisschen mehr versprochen. Vielleicht ist es nur eine Beta. Ja, vielleicht ist es. Vielleicht kommen noch ein paar Patches raus, so, wo die Grafik super. Besser wird. Einfach so ein 35 GB Patch, der einfach alles komplett ein neues Spiel auf deine Festplatte wirft. Vielleicht gibt Gearbox ja auch den Quellcode frei, dass wir selber das weiter fertig machen können. Ja, dann mache ich das mit Paint, mache ich das dann. Sieht immer noch besser aus. Oder in 15 Jahren kauft Activision die Lizenz und macht das Spiel fertig.
Wie bei Duke Nukem es Gearbox gemacht hat. Das kann auch sein, ja. Wer weiß. Aliens Colonial Marines, nicht die erwartete Hoffnung. Nicht die erwartete Hoffnung. Nicht. Ja, nicht. Ja. Nicht das, was wir uns erhofft haben. Ja, das ist es. Aber ihr seht, haben wir auch weil das mehr. Ja, also mir gefällt es. Nee, mir gefällt es nicht. Ich werde es weiterspielen. Mir gefällt dieser militärische, also natürlich muss er da sein, dieser militärische Unterton, der ist einfach im Deutschen funktioniert der nie. Der funktioniert auch bei Gears nicht und da funktioniert es schon nur so halb. Ja, nicht. Ich glaube, ich werde die Sprache auch auf Englisch stellen, weil da hat man die Originalsynchronsprecher von Hicks und Bishop und sowas auch dabei. Ich glaube, dass das geiler kommen wird, aber so viel geiler wird es das Spiel jetzt wahrscheinlich auch nicht machen. Und weil ich bin tatsächlich gerade müde geworden beim Spielen. Ja, so, das gibt es halt nicht so oft. Also mein, ich bin ja einmal schon eingeschlafen, meine viel. Aber wie gesagt, der Anfang war ja schon geil. Dieses aufs Schiff rüberkommen, diese Kabinen halt eben sehen mit den Namen drauf und so, das war dann schon geil, aber das ist dann einfach, weil danach also war davon ja nichts Beine, mehr. Du hast ja auch noch die Beine gesehen, die da rumlagen. Also prinzipiell hat es, glaube ich, ein paar, wie gesagt, wenn man Aliens mag, selbst mir als jemand, der die Alien-Filme zwar durchaus mehrfach gesehen hat, aber halt zum Beispiel nicht die Bücher kennt oder sowas, selbst mir sagen die Namen was. Und selbst ich weiß ungefähr, das war die und die Szene aus Teil 2, wo die Alien-Mutter gegen das und das gekämpft hat. Aber Mutter. Mama. Ja, aber prinzipiell, ich glaube, dass es viele, oder dass es den Leuten gefallen könnte, die halt Aliens, wie gesagt, mögen, die alles dazu kennen. Die haben dann auch einen gewissen Anreiz, irgendwie ein paar Sachen mehr zu entdecken. Mhm. Also eben wie die Namen auf den Kabinen. Aber der normale Shooter-Spieler, wo ich mich jetzt quasi mal in diese Rolle reinversetze, der wird, glaube ich, nichts verpassen, wenn der Alien Colonial Marines irgendwann mal für einen 10er oder für 20 vielleicht beim auf dem Grabbeltisch sieht. Dann reicht es immer noch. Lieber Randy, was ist bloß passiert in den letzten Monaten? Wie konnte sich das alles nur so entwickeln? Hattest du Aliens nicht gepriesen, dass alles gut wird? Du warst unser Fahrer, wir deine Lämmer. Hattest du uns nicht das Gelb vom Ei versprochen, die eierlegende Wollmilchsau? Wo sind all diese Versprechen, all diese Innovationen und die Begeisterung, die du bei deinen Worten in den Augen hattest? War es das? War es das wirklich? All die Vorfreude, 7 Jahre für dieses Spiel? Wo sind die dynamischen Lichteffekte, die so revolutionär sein sollten? Die Spielereien mit den Schatten, die Bewegungen der Lichtkegel? Wo ist dieses Stilmittel geblieben, welches eine einmalige Atmosphäre schaffen sollte? Wo ist sie, eure Technik? Hattest du nicht förmlich deine Seele dafür geopfert, als du uns in Dallas die Kampagne zeigtest? Oder war ich zu naiv, Dinge nicht in Frage zu stellen, zu glauben, hier sei ein Mann, der dieses Mal alles richtig machen würde? Ich ärgere mich, nicht nur über dich, die falschen Versprechen. Nein, auch über mich, dass ich nicht einmal erkannte, dass es nur ein Video auf der Leinwand war und keiner das Pad in der Hand hatte. Dass das B-Roll-Material 1:1 dem entsprach, was du uns zeigtest. Doch ich war geblendet von einem falschen Machwerk. Ich wollte nicht an das Schlechte glauben. Ich bin ein Optimist, das war ich immer. Wahr. Doch diesen Optimismus hast du mir gestohlen. Ebenso den Glauben daran, dass Spieleentwickler nicht wegen des Profits handeln, sondern wegen der Begeisterung und der Liebe zu ihren Werken. Doch wie kann ich derlei noch denken, daran festkrallen als meine Hoffnung, wenn ich sehe, wie das Spiel auf Platz 1 der englischen Verkaufscharts landete, nur um kurz darauf wie auf einen Bazar bei eBay für Ramschpreise verhökert wird. Ist dies deine Mache? Du holst dir ein Franchise, du machst die Fans damit verrückt und fütterst sie mit kleinen Happen? Du versprichst ihnen eine einmalige Erfahrung, machst sie dir gefügig, dass sie dir einfach alles glauben wollen. Und dann, ehe nur ein kritisches Wort kommen mag, sahnst du den Profit ab. Ehe die Spieler merken, wie man sie doch hintergangen hat. Und die Gerüchte stapeln sich. Gerüchte, dass die Kohle für die Entwicklung in andere Projekte gesteckt worden, dass externe Entwickler mehr gemacht haben als das Gearbox-Team. Die Liebe zu diesem Projekt fehlt. Nein, es war euch bloß scheißegal. Leere Phrasen, blödes PR-Gelaber, mehr nicht. Doch auch als sich die negativen Wertungen häuften, hielt ich zu dir und zu dem Spiel. Ich sagte mir, Grafik sei nicht alles, redete mir ein, die Geschichte ist es, die ich wissen will. Ich sehe doch, dass ein Spiel um Marines, die auf Xenomorphen stoßen, keine spielerische Revolution auslösen kann. Dass es natürlich die eine oder andere Schießpassage geben muss. Doch dank dir verkümmern die Aliens zu seelenlosen, mehr aber zu strunzdoben, computergesteuerten Zielscheiben, die wenig Gefahr versprühen, mich eher lachen lassen. Keine geschmeidigen, eleganten und schlauen Wesen, von denen du gesprochen hast. Keine Erfahrung, dass man die Angst stetig im Nacken spürt, nur KI-Aussetzer und Munitionsfresser. Viecher, dessen Säureblut so gefährlich wie ein Sommerbad in der Ostsee ist und die sich gemütlich hinlegen, wenn man ihnen das virtuelle Leben nimmt.
Dabei fing es so gut an. Die ersten Minuten fühlte ich mich gut, gar begeistert. Der Eintritt in die Sulaco, Bischofs Beine, die Schränke von Hicks, Hudson, Frost. Doch bei dem ersten großen Angriff platzte diese Illusion. Ich fand mich in einem sehr schlechten Call of Duty wieder. Die Gänge, die Räume waren so lieblos, nichtssagend, dass sie auch auf einem Mond, unter Wasser oder einen Eisplaneten hätten spielen können. Ich mache dir keinen Vorwurf für Duke Nukem Forever. Ihr habt dieses Projekt so übernommen. Doch für Aliens zeige ich mit dem Finger auf dich. Du hast mich enttäuscht, ich, der immer zu dir und deiner Firma aufgesehen hat. Du hast mich als Freund enttäuscht und ich will keine Freundschaft, die auf Lügen aufbaut. Keine, die mir in einer Demo die wahre Grafikpracht zeigt und im fertigen Spiel mich übergeben lässt. Du hast immer von dem gefährlichsten Wesen im All philosophiert und der Angst, die daraus entsteht. Ich sage dir, das gefährlichste Wesen bist du und die Gewinnerzielung über die Liebe zur Arbeit und die Angst, die ich dabei spüre, ist jene, dass du der Uwe Boll der Videospielentwickler wirst. Leb wohl, Randy. Wir werden wohl nie mehr auf einen Nenner kommen. Der Profit war vielleicht groß, doch der Imageverlust für dich und Gearbox immens.